Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus heute. Gut, dass Dances Trupp uns das Signal geschickt hat, sonst wären sie jetzt auf sich allein gestellt. Geht es um die Bruderschaft? Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um, dieses klauen Luftschiff den Ventilator. Über den Commonwealth schweben zu sehen, ist ein verdammt imposanter Anblick. Ja, ich frage mich nur, wie ihr das fette Viech da zum Schweben gebracht habt. Ist das ein Zeppelin? Ich weiß es nicht. Wenn erfahren. Kronkorken. Gratis Kronkorken. Nehme ich. Wie kann eine Maschine glauben, dass sie lebt? Das ist doch lächerlich. Wenn du meinst, das Commonwealth sieht übel aus, solltest du mal das Ödland der Hauptstadt sehen. Wetter Cold zeigt weiterhin Anzeichen von Abhängigkeit. Aha. Willst du lesen? Na, die haben immerhin hier Gefängnisse, also. Zwischendurch reicht das bestimmt aus hier. Die Kavallerie ist da und hat die dicken Knarren mitgebracht. Wir sprechen jetzt mal mit dir. Wie läuft es mit der Technologie? Wenn du weiter zur Bruderschaft gehören möchtest, solltest du nicht hierher kommen. Ja. Großartig. Ich lasse sie dokumentieren und verschicken. Hier ist deine Bezahlung. Geht doch nichts über eine erfolgreiche Mission. Ich suche immer nach neuer Technologie. Also keine Sorge, von mir bekommst du immer neue Missionen. Sag mir, wenn du unbedingt wieder losziehen willst. Boah, noch nicht. Das geht gerade nicht. Verstanden. Du brauchst noch Zeit. Komm auf jeden Fall vorbei, wenn du bereit bist. Ja, ja. Von Ältester Maxen werden sämtliche Formen von Technologie konfisziert oder eingesammelt. Ich kann diese Ziele zur Strecke zu bringen. Du kannst jetzt beruhigt durchatmen. Die Verstärkung ist da. Worauf zur Hölle wartest du denn bitte? Paladin. Die Kavallerie ist da und hat die dicken Knarren mitgebracht. Warum hat die Bruderschaft das Schiff hierher geschickt? Ich will nur wissen, was da oben, wann ich da hoch kann. Die Bruderschaft ist nicht gerade zurückhaltend, wenn es darum geht, irgendwo aufzukreuzen. Ja. Die Bruderschaft ist nicht gerade zurückhaltend, wenn es darum geht, irgendwo aufzukreuzen. Es gibt keinen Grund, zurückhaltend zu sein, wenn einem so etwas zur Verfügung steht. Wir nennen sie die Pridwen. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch Ältester Maxen hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Wer ist Ältester Maxen? Er ist ein gefährlicher Mann, ganz eindeutig. Maxen ist der Befehlshaber dieser Sektion der Stählernen Bruderschaft. Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pridwen jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Hey, das ging schnell. Anscheinend bist du bereit für weit. Wenn du dir keine Kugel einfangen willst, solltest du einem Gunner nie den Rücken zudrehen. Du, ich hab schon Atombomben von denen abbekommen. Mir ist es egal. Ja, öffne doch die Tür, verdammt. Oh Gott, bist du dämlich. Ich mach das schon. So ein breites Viech, aber kann ich mal eine Tür öffnen? Weil höchstwahrscheinlich kann er sie nur kaputt machen. Aber weil es seine eigene ist, kann er es nicht. Ihr wisst schon, eigene Sachen kann man nicht kaputt machen. Ja gut, wir dürfen aufs Luftschiff. Ich bin gespannt. Ich kann jederzeit einen Spielstand laden, also sollte ich mal eine Aufgabe annehmen oder sollte mal irgendwie was passieren, dann können wir jederzeit noch abbrechen. Ja, kleiner Ausflug, ne? Die Minigun vor dir ist geladen und feuerbereit. Wenn dir während des Fluges Gegner auffallen, dann benutze sie, verstanden? Aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Coole Nummer, coole Nummer. Aber höchstwahrscheinlich wird irgendwas passieren. Nehme ich an. Das war was anderes, ne? Das Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut bestehen wollen. Sie haben bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, Ältester Maxen wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen.
Ich hoffe, ihr fliegt nicht so scheiße wie die anderen. Ich hab gerade eine Rakete gehört. Mir gefällt's hier oben nicht. Jeder dort unten würde unsere Sache unterstützen. Aber die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Sie verstehen nicht, dass die Stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwängt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht und ich werde gern mein Leben geben, wenn das uns den Sieg bringt. Ihr wollt doch einfach nur die Technologie. Hör auf zu lügen, Alter. Hör auf zu lügen. Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen. Die Pridwin sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kells auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Das ist ein Bot. Genau, wie das Schiff dahin kommt. Coole Nummer, Freunde, coole Nummer. Gefällt mir definitiv, hier drum zu fliegen. Ich fühle mich zwar ein bisschen mulmig dabei, aber es gefällt mir, klar. Es ist mal was Neues hier im Fallout-Universum. Ein Flug durchs Ödland. Ein paar Bugs zu sehen. Glitches. Ist auch ein bisschen gefährlich, mit dem Zeppelin darum zu hängen, ne? Ganz ehrlich, eine Mini-Atombombe da hochzuschießen und dann ist nicht vorbei. Wir können die nach Hause gehen. Ist einfach so. Und ich platziere da irgendwo die Mini-Atombombenmine oder die Atommine und dann ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist komplett hirnverbrannt, was die da machen. Da ist sie. Es ist schon viel zu lange her, dass ich das letzte Mal an Bord war. Okay, Soldat. Das ist der Moment, in dem sich alles ändern wird. Ich hoffe, du bist bereit. Mal gucken. Eigentlich schon, dass die hier mit Vertibirs rumfliegen können. Gibt ihnen so einen krassen taktischen Vorteil. Aber wir haben schon andere Vertibirs hier gesehen. Dir fehlt ein Arm, Madame. Ist der kaputt? Kann sein. Hast du was gesagt? Ja, dein Arm ist kaputt. Die Pride, Ben. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich habe ihn im Feld zum Anwärter befördert und möchte seine Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pridwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Ich schau mich hier erstmal ein bisschen um. Mal gucken, was sich so hier zu klauen lohnt, ne? Ah, ein Ventilator. Kein Tag älter als 199 aus. Ja, hübscher Ventilator, hast du recht. So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten. Und wie sieht ein richtiger Soldat aus? Und wie sieht ein richtiger Soldat aus? Ein Soldat sollte eine effiziente Tötungsmaschine sein. Kein Relikt aus der Vergangenheit, das dem Rest der Welt hinterherhechelt. Wenn Dance sich nicht für dich verbürgt hätte, würden wir dieses Gespräch gar nicht führen. Außenstehende aufzunehmen, hat sich in der Vergangenheit als schwerer Fehler erwiesen. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Ja, du bist der Erste, den ich umbringen werde. Ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. Ganz richtig. Wenn du bei uns bleiben willst, hast du keine Wahl. Natürlich habe ich die Wahl. Soldat,
Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxon mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Kannst du mir mehr über Ältester Maxon sagen? Ältester Maxon ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Warte mal. Maxons, war das nicht der Typ, der sich gespaltet hat von der Bruderschaft? Ich glaube, ich erinnere mich. War doch so in Fallout 3? Das war ja nicht der richtige Anführer da in Fallout 3. Es gab ja vorher einen vorherigen. Und ich glaube, in Fallout New Vegas haben wir viel über Maxons gelesen. Könnte ich bitte deine Aufmerksamkeit haben, Anwärter? Klar. Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis Ältester Maxon dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Ich habe genug Powerrüstung, du Arsch. Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxon anzuhören. Danach möchte er mit dir reden. Sonst noch was? Na gut, nö. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Ich trete dich gleich weg. Und zwar nach unten. Na gut, komm, Waffe runter. Willkommen an Bord. Ältester Maxon hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Aha! Ihr wisst ganz genau, was ich vorhabe. Ich werde sie hier alle beklauen, Freunde. Alle werde ich sie beklauen. Am besten speichere ich hier gleich schon so ab. Das ist schön. Ist das schön. Willkommen an Bord. Ältester Maxon hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Tja. Anlegen! Okay. Ich hab's ja verstanden. Mann. Willkommen an Bord. Ältester Maxon hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Was, wenn ich es einfach mitnehme? Netter Versuch! Okay. Ich hab's versucht. Aber er ist aus seiner Rüstung draußen. Ältester Maxon hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Okay. Oh, ich bin ein schönes Arschloch. Ich bin ein richtig schönes Arschloch. Gut, das soll er erstmal bleiben. Oh, cool, ich könnte das Luftschiff steuern. Das ist der einzige Paladin, den ihr habt. Moment, was ist, wenn ich... Gott. Was ist, wenn ich meinem Kollegen da das Ding klaue? Ah. Ihaha. Das ist die Idee, Freunde. Das ist einfach die Idee. Nö, hier ist keine Sau. Warte, wir sind ganz schön hoch oben, ne? Respekt. Wenn wir ihm seinen Fusionskern klauen, können wir auch seine Rüstung kriegen. Theoretisch. Hätten wir vorher machen sollen. Ah, ich hab nicht dran gedacht. Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu offenbaren. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht.
Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen könnten. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! Wette, du bist ein Sünd. Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Das sehe ich. Sie spielen mit dem Feuer. Wir müssen sie retten. Ihr Schicksal ist ihnen wichtig? Ich dachte, wir ziehen in den Krieg. Die Bruderschaft ist hier, um einen Krieg zu verhindern, indem wir selbst einen beginnen. Der Unterschied ist nur, dass unser Krieg nicht jegliche Zivilisation vernichten wird. Okay, was willst du von mir? Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie Verantwortung für diesen Planeten übernehmen. Dass Sie anfangen, etwas zu bewegen. Und wie ich so in Paladin Dances Bericht gelesen habe, haben Sie diesen Weg bereits eingeschlagen. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Das ging schnell. Nur ein Ritter? Warum bin ich nicht Paladin wie Dance? Die Bruderschaft folgt einer strengen Hierarchie. Und der Rang bestimmt die Position. Ein Paladin steht einige Stufen über einem Ritter. Und Dance hat viele Jahre gebraucht, um es so weit zu bringen. Aber wenn Sie der Bruderschaft treu dienen, können Sie diesen Rang ebenfalls erreichen, davon bin ich überzeugt. Wie auch immer, wenn Sie sich mit der Pritvin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritvin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Dein Arm geht durch deine Jacke. Melde dich bei Private Dance, genau das habe ich vor. Ich werde ihn beklauen. Ich werde seine Rüstung kriegen. Ich hoffe, er hat sowas wie einen Powerkern. Powerkern. Alles auf Grün, Sir. Nichts Neues. Gut. Weitermachen, Ritter. Ich tue einfach so, als hätten dir die Leute in der Vergangenheit Unrecht getan. Wie viele Fusionskerne hast du denn noch? Sichtkonten. Und jetzt bleib draußen. Alter. Viper, der gibt mir unendlich Kerne. Was ist denn hier los mit dem? Ja gut, Freunde, vergessen wir es. Das wird nichts. Der Typ hat anscheinend unendlich Fusionskerne. Gehen wir erstmal hoch. Dr. Ingram wollte den Anzug schon gestern getestet haben. Ja, ich weiß. Und wenn ich es nicht schaffe? Schaff es. Okay, klar. Feuer! Bleibt alles zusammen? Glaub mir, das würdest du mitkriegen. Gut. Feuer! Okay, okay. Sieht alles gut aus. Auch nicht versenkt. Was danke, soll's? Anwärter. Klar. Jederzeit. So, Fusionskern, Fusionszelle. Gott sei Dank. Nehme ich mal alles mit. So, Daten. Stehler in der Schatten. Melde dich bei Paladin Dance. Dem will ich ja seine Rüstung klauen. So, versuch's mal. Nichts. Ich sollte vor 10 Minuten Bericht erstatten. Wenn du es nicht reparieren kannst. Ich kann.
Du musstest ja unbedingt den Meyerlock wegtreten. Geschafft. So, funktioniert. Danke, Bruder. Ich schulde dir was. Das ist also meine Power-Rüstung, ja? Nice. Die Befreiung des Commonwealth ist eine gewaltige Bürde. Aber wir werden es schaffen. Hey. Was hast du für eine Rüstung, Madame? T45C. Ah nee, die will ich dir eigentlich gar nicht geben. Kann ich ihr sagen, dass sie da einfach reingehen soll? Hey. Sag einfach Bescheid. Moment, wir speichern das mal. Hey. Was gibt's denn Zeit für Reiseproviant? Auch eins? Dankeschön. Du musst aus deiner Power-Rüstung raus. Alles klar. Piper mag es also nicht, wenn wir klauen. Schade eigentlich. Also wir dürfen nicht mehr so viel klauen. Aufgepasst. Schieß los. Na klar. Tu's. Sei gegrüßt, Ritter. Lass dich nicht von Maxens Alter täuschen. Er ist ein genialer Taktiker und ein erfahrener Soldat. Ich glaube nicht, dass ich dahin komme. Dann geh doch erstmal dahin. Hier drüben. Gut. Hört sich nach einem Plan an. Na los, steig ein. Steig ein, ja. Ja. Erwischt. Oh. Sie können sich nicht... Nein, meine Leute dürfen es auch nicht klauen. Weiß ich Bescheid, okay. Schade. Private Dance. Nach Dienstschluss hole ich mir ein dickes Salisbury Steak. Kann ich nicht beklauen. Schweine! Ich habe damit gerechnet, dass ich das tun werde. Oh Mann. Jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich traurig. Hey. Wir tauschen einmal kurz die Sachen aus. Ach genau, so kann ich die auch... Ah, so kann ich ihre Rüstung verändern, ohne... dass sie was davon mitbekommt. Nice. Oder ohne, dass sie aussteigen muss. Kann ich mehr tragen. Hauptsache die Reportermütze, Alter. Dann trag doch erstmal den Helm. Den kriegst du, den kriegst du, den kriegst du, den kriegst du. So. Was kann ich für dich tun? Sehr schön. Und dann legen wir hier den Rest rein. Was? Achso, weil sie nicht repariert sind, ja? Eieieiei. Reparaturwerkstatt? Habt ihr eine Reparaturwerkstatt hier? Waffenbank. Willkommen an Bord, Bruder. Rüstungswerkstatt. Ich möchte sie nur reparieren. Ich kann jetzt nicht reden. Muss mir die Meyerlock-Scheiße von den Stiefeln kratzen. Ballenresistenz, war so cool. Den Abschaum des Commonwealth zu verschonen, kann tödlich enden. Aber wie repariere ich den Kram jetzt? Kleidung. Keine Haltbarkeit. Wie repariere ich denn die Power-Rüstung? Ah, diesen... Ah, reparieren. Du bist also der neue Ritter, von dem ich gehört habe.
Schön, dich bei uns zu haben. Verstand er? Wurde nicht repariert? Habe ich nicht mehr genug? Okay. Dann beklauen wir sie ein bisschen. Bis wir genug haben. Komm zu mir, wenn du mit Maxen und Dance gesprochen hast. Ah ja, komm, halt die Fresse. Wir werden das Institut aufhalten. Für Maxen und für die Bruderschaft. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. So. Sehr schön. Rüstung ist repariert und da kann sie hier meinetwegen stehen bleiben. Aber eins noch vorher. Hey. Schieß los. Handeln. Achte bitte nicht auf die Unordnung. Ich möchte nämlich gerne deinen Torso haben. Den werden wir hier nämlich kurz reinlegen oder werden wir hier einfach modifizieren. Bam. Ritterlackierung. Modell B. Aber müssen wir aber noch tief runter. Torso, Extras. F-Rider. Ah, den können wir hier nicht machen. Müssen wir, wenn wir zu Hause sind. Das ist cool. Ich kann ihre Sachen modifizieren, ohne dass sie aus der Rüstung muss. Hey. Sag. Nimm doch einfach mal kurz wieder dein Torso. Zieh ihn an. Ruhig deines Lebens. Einfach Bescheid. Gefällt mir, du hast jetzt eine neue Rüstung. So einfach geht das, Freunde. So einfach geht das. Verzweifle nicht, Bruder. Wir sind hier, um das Commonwealth zu retten. Meine Erfahrung nach, Paladin Dance. Und da bist du ja. Tour, ihr Ende wie lief es in einem ältester Messen? Mit geschlossenem Sarg. Ach, das ist ja die gleiche Rüstung. Ja, doch, ist sie. Ich hatte den Eindruck, er hat Wahnvorstellungen. Glaubst du nicht alles, was er sagt? Ich hatte den Eindruck, er hat Wahnvorstellungen. Du glaubst doch nicht alles, was er sagt, oder? Du solltest Maxen nicht nur an seinen Worten messen. Seine Taten beweisen seine Aufrichtigkeit. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Was soll die ganze Sache, dass du meine Aufnahme persönlich unterstützt? Ältester Maxen ist verständlicherweise ziemlich wählerisch, was neue Rekruten angeht. Er glaubt, dass die Bruderschaft nur dann stark bleiben wird, wenn wir uns auch als Brüder fühlen. Als dein Fürsprecher ist es meine Pflicht, dich auf dem Weg durchs Commonwealth zu begleiten und sicherzustellen, dass du dich an unsere Ideale hältst. Deshalb mache ich mir auch so viele Gedanken wegen deiner Leistungen im Feld. Ja. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dance. Versprochen. Gut. Okay, ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Musst du mich jetzt begleiten? Es könnte hilfreich sein, wenn ich bei dir bin. Aber vielleicht willst du dich den Leuten auch lieber vorstellen, ohne dass hinter dir ein Paladin steht. Das ist deine Entscheidung. Klingt gut. Auf geht's. Wunderbar. Nö. Viper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Klar. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Lass dort draußen höchste Vorsicht walten, Piper. Das Commonwealth ist tödlich für Zivilisten. Ich kann selbst auf mich aufpassen, Herr Soldat. Oh. Okay. Paladin Dance, geh doch mal nach Sanctuary Hills. Wobei... Red Rocket Rush City. Ja, cool. Unser neuer Begleiter. Auch rein, Dance. War mir eine Freude. Gut, das Schöne ist, er ist von alleine schon eine Power-Rüstung. Die müssen wir keine neue geben. Darf keine Zeit vergeudet werden. Proctor Ingram. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Die letzten Rekruten, die wir hatten, waren Ödländer. Dreckig, runtergekommen und auf der Suche nach Almosen. Sie waren verzweifelt und auf der Suche nach einem Ausweg.
Du siehst mir aus, als hättest du einen echten Grund, hier zu sein. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingram. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt, droht die Pridwin abzuschmieren, läuft ein Roboter amok, dann komm zu mir. Bekomme ich hier meine Powerrüstung? Ich meine, ich habe sie ja schon dabei. Bekomme ich hier meine Powerrüstung? Tja, das ist immer die erste Frage, die die Neuen stellen. Mal sehen. Ich habe gerade eine recht ordentliche T-60 zusammengeflickt. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Sie steht in Bucht 3. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Möchtest du mir erzählen, wie das mit dir passiert ist? Das ist schon ein wenig persönlich, meinst du nicht? Oh Gott, würde es dir helfen, wenn ich verspreche, niemandem davon erzählen? Wenn wir zusammenarbeiten sollen, wäre es gut, wenn wir einander besser kennenlernen. Ja. Wenn wir zusammenarbeiten sollen, wäre es gut, wenn wir einander besser kennen. Da hast du wohl recht. Damn. Ich kämpfte mit der stählernen Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt. Wir arbeiteten an einem Sammelplatz für Power-Rüstungstruppen. Wir befanden uns an einem Kamm über dem Schlachtfeld. Ich würde sagen, da ging es rund 30 Meter runter. Du warst an Bord der Prividen? Gegen wen habt ihr gekämpft? Gegen wen? Gegen wen habt ihr gekämpft? Supermutanten. Diese Mistkerle hatten sich ein paar Behemoths geschnappt und marschierten auf unsere Hauptbasis zu. Um es kurz zu machen, der Kamm, auf dem ich stand, wurde von einer Nuklearrakete getroffen. Der Großteil der Klippe wurde weggesprengt und die Plattform, auf der ich stand, kippte zur Seite weg. Wenn ich nicht gerade eine Powerrüstung ausprobiert hätte, wäre ich draufgegangen. Deine Powerrüstung hat dir geholfen, den Sturz zu überleben? Ja, sie hat das meiste abbekommen. Aber ich weiß nicht, ob man das Überleben nennen kann. Nach der Landung war die Rüstung im Eimer und ich habe beide Beine verloren. Seitdem kann ich nicht mehr laufen. Wie dem auch sei. Wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. So. Oh Gott, die ist ja wirklich leer. Zelle, Kronkorken, ja. Kann sie nicht beklauen, das wäre jetzt cool gewesen. Hat echt beide Beine verloren. Und nur die Powerrüstung hält sie jetzt zusammen, das ist ja krank. Alter. Oh mein Gott. Wenn ich mich hier hinhocke, ne? Hallo Piper. Nein, nicht reingehen! Raus. Das war euer letzter Fehler. Wieso ist das jetzt alles gelb? Oh Gott, ich hab alles verbuggt. Alles ist gelb. Alles ist gelb. Hallo. Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich rekonstruiere das Ganze und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.